lieber Herr Professor Schweikert, bei allem Preußischen, ich bin gebürtige Münsteranerin, mit Wahlheimat Berlin, komme ich doch immer wieder sehr, sehr gerne in diese Kulturstadt und auch in die Bürgerstadt Frankfurt. In meiner Amtszeit als Staatsministerin nicht nur das fünfte Mal, sondern auch das zweite Mal schon in Städel. Lieber Herr Hollein, also ich bin Ihrer Einladung heute mit großer Begeisterung gefreut und bedanke mich dafür. Meine lieben, verehrten Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und dem Hessischen Landtag, verehrter Herr Minister Rhein, das sind schöne Anlässe, die wir so feiern dürfen. Verehrter Herr Oberbürgermeister Feldmann und vor allen Dingen lieber Herr Hollein, wir beide haben auch in Berlin viel miteinander zu tun. Darüber freue ich mich, dass Sie Ihr Wissen auch dort nützlich machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 14. Oktober des Jahres 1814 empfing Johann Friedrich Städel einen Freund zum Mittagessen. Niemand geringerer als Johann Wolfgang von Goethe schaute vorbei und blieb etwas länger als nur zum Essen. Jedenfalls vermerkte er später in seinem Reisebericht, dass Städel in seinem Haus, ich zitiere, Gemälde aller Schulen aufbewahre, die dazu in vielen Schränken Handzeichnungen und Kupferstiche, kurz eine Sammlung, die jeden Kunstfreund in Erstaunen versetzte. Goethe pries dann auch die Großzügigkeit des, ich zitiere, vaterländisch denkenden, trefflichen Mannes, der seine Kunstschätze der Öffentlichkeit zugänglich machte, wodurch Kunstfreunde, Kunstfreude und Kunstsinn hier für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und die sicherste Bildung hoffen können. Keine Frage, Goethe hat mit seinen Worten Recht behalten und so ist es eine schöne Fügung der Geschichte, dass es sich beim wohl berühmtesten oder zumindest einem der berühmtesten Bilder, das im Städel-Museum für ewige Zeiten Kunstfreude und Kunstsinn nährt, ausgerechnet um Tischbeins Gemälde Goethe in der römischen Campagna handelt. Eine Schenkung der Familie Rothschild im Jahr 1887, das bis heute im wahrsten Sinne des Wortes unser Bild von Goethe prägt. Goethe hat mit seinen anerkennenden Worten allerdings auch dafür gesorgt, dass Johann Friedrich Städel auf ewige Zeiten nicht mehr damit rechnen kann, Lob aus noch berufenerem Munde zu bekommen. Dennoch, ich freue mich über die große Ehre, dem Städel-Museum zum 200. Jubiläum hier gratulieren zu dürfen, einem Haus, das nicht nur eine Sammlung mit klingenden Namen aus allen Epochen und Ländern sein eigen nennt. Wir haben ja in den vergangenen Wochen auch die Begeisterung in den deutschen Zeitungen darüber mitbekommen, die ja voll des Lobes waren. Also nicht nur aus allen Epochen und Ländern seine Sammlung zeigt und mit ambitionierten Ausstellungen begeistert, lieber Herr Hollein, sondern dass darüber hinaus auch so überzeugend für all das steht, was Museen in einer pluralistischen Gesellschaft zu identitätsstiftenden gemeinsamen Bezugspunkten macht, zu geistigen Ankerpunkten, wie es Klaus-Dieter Lehmann einmal formuliert hat, zu Orten, die für das Miteinander in unserer Gesellschaft eine so wesentliche Rolle spielen. Das Miteinander zieht sich ja von Anfang an wie eine Art roter Faden durch die Geschichte des Städel. Es gibt wohl kaum ein anderes Museum von Weltrang in Deutschland, das über so viele Jahre und Jahrzehnte eben vom Bürgersinn, Sie haben das ja zu Recht betont, kunstbegeisterter Zeitgenossen getragen und davon auch tatsächlich so sehr durchdrungen ist wie dieses, man könnte es wirklich so nennen, Schmuckstück am Main, auf das nicht nur Frankreich, jetzt verspreche ich mich, Schmuckstück am Main, auf das nicht nur Frankfurt, sondern ganz Deutschland stolz sein kann. Es ist eben wirklich die Tradition des bürgerschaftlichen Engagements und des Mäzenatentums in Frankfurt, die bis heute einlöst, was Johann Friedrich Städel bei der Niederschrift seines berühmten Testaments
das ja übrigens Rechts-, Literatur- und Kunstgeschichte geschrieben hat, kann man nicht anders sagen, am 15. März 1815 am Herzen lag, als er eben sein gesamtes Vermögen, später hat man ja einen kleinen Teil dann doch den Erben gegeben, aber ursprünglich sein gesamtes Vermögen und eben seine umfangreiche Kunstsammlung einer eigens gegründeten Stiftung Städelsches Kunstinstitut vermachte, dass diese eine Stiftung die Frankfurter Bürgerschaft zieren und ihr nützlich werden möge. Nicht nur in dieser Hinsicht erwies sich Johann Friedrich Städel im Nachhinein als Visionär. Visionär war auch sein Wunsch, allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu seiner Kunstsammlung und damit, wir nennen das heute, aber das ist ein Begriff, der wirklich auch passt, in die alten und ins heutige Jahrhundert, damit zu kultureller Bildung zu gewähren. Lange war es ja überhaupt nur Könige und Hochadel, Päpste oder eben hohe geistliche Würdenträger, die Kunstwerke sammelten. Erst seit dem 16. Jahrhundert entstanden zunehmend auch Sammlungen reicher Bürger und Gelehrter. Diese Sammlungen waren allerdings privat und nur einem relativ kleinen Kreis privilegierter Personen, wenn überhaupt, zugänglich. Das änderte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts. Die Schatzkammern und Sammlungsräume in den Schlössern und Adelssitzen, da war es ja dann ursprünglich, öffneten ihre Türen zunächst zwar nur Personen von Stand, wie es hieß, dann aber auch für das Bürgertum. Doch erst um oder nach 1800, nicht zuletzt natürlich unter dem gewaltigen Modernisierungsschub der Französischen Revolution, setzte sich allmählich die Auffassung durch, dass die Sammlungen der Öffentlichkeit nicht nur zugänglich seien, sondern ihr auch in einer Art juristischen Sinn gehören sollten. Hier hat Johann Friedrich Städel mit seiner Bürgerstiftung tatsächlich, Sie haben es auch so genannt, Pionierarbeit geleistet. Was für eine Demonstration bürgerlichen Selbstbewusstseins in einer Zeit, in der der Wiener Kongress sich anschickte, die alten Machtverhältnisse zu zementieren und den Geist der Aufklärung wieder zurückzudrängen. Was für eine Bürgerdemonstration. Viele andere taten es ihm in den folgenden Jahrzehnten im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach. Das von ihm mitgestiftete Haus war bald zu klein für die zahllosen Schenkungen, die der Stiftung zuteil wurden. Und bis heute sind ein Drittel der Gemälde des Städel-Museums Stiftungen und Schenkungen kunstinteressierter Bürgerinnen und Bürger, die seit 1899 im Städelschen Museumsverein organisiert sind. Und nicht zu vergessen, der Städel ist zu mehr als 80% eigenfinanziert. Dass ich dabei lächle, können Sie gut verstehen. Und der 2012 eröffnete Erweiterungsbau wurde zur Hälfte aus privaten Spendengeldern finanziert. Ein kleines Wunder und eine Großtat gerade heutzutage. Ja, das finde ich hat tatsächlich. So also erinnert die Geschichte des Städel auch daran, dass Deutschland seine im europäischen Vergleich einmalige Dichte kultureller Einrichtungen nicht nur der großen Zahl ehemals fürstlicher Residenzen verdankt und nicht alleine einer im Vergleich zu anderen Ländern übrigens auch relativ großzügigen staatlichen Kulturfinanzierung, sondern auch einer beträchtlichen Zahl wohlhabender Bürgerinnen und Bürger, denen es ein Herzensanliegen war und ist, unserem Staat und unserer Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dieses Selbstverständnis, meine Damen und Herren, dieser rote Faden des Bürgersinns, spiegelt sich auch in der Offenheit des Städel-Museums für Menschen unterschiedlichster Herkunft. Auch hier ist das Städel dem Willen seines Gründers treu geblieben, der ja keinen elitären Tempel der Hochkultur errichten wollte, ganz im Gegenteil. Was schon Johann Wolfgang von Goethe an der Städelschen Sammlung so bewunderte, die Anregung zu Kunstfreude und Kunstsinn, das sollte eben allen Bürgerinnen und Bürgern zuteil werden. Damit hat Johann Friedrich Städel für seine Stiftung ein Kulturverständnis vorweggenommen, das erst ab den 1970er Jahren so etwas wie eine Breitenwirkung hier in Deutschland entwickelt hat. Und es war der damalige Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann, der damals mit dem Schlachtruf Kultur für alle in den Kampf gegen eben diesen elitären Kulturbegriff der Wohlhabenden und Gebildeten zog
und einem exklusiven, auf Abgrenzung und Ausgrenzung zielenden Kulturverständnis seine Auffassung von Kultur als, so nannte er das, langfristigen Beitrag zur Selbstfindung des Menschen entgegensetzte, ein Anspruch, der mittlerweile immerhin breite Zustimmung findet, der aber am Städel vorbei eine glanzleise Kritik an die anwesenden Museumsdirektoren hier trotzdem vielfach bis heute kaum eingelöst wird, jedenfalls nicht in den Stellenplänen der Museen, die in der Regel 5-mal so viele Kuratoren wie Pädagogen aufweisen. Aber trotzdem, man kann das ja mal mitgeben. Umso beeindruckender ist das Engagement, mit dem man sich im Städel-Museum bemüht, Angebote für alle, so heißt es bei Ihnen auf der Homepage, zu machen. Mehr als 40 unterschiedliche Vermittlungsformate haben meine Mitarbeiter im Jahresbericht des Museums gezählt. Das war richtig anstrengend, lieber Herr Hollein. Da gibt es nicht nur Kinderführung, Familienführung, Fremdsprachenführung und Atelierkurse für Groß und Klein, sondern auch spezielle Angebote wie Art After Work, die entspannte Abendführung mit anschließendem Drink. Ein barrierefreies Kunsterlebnis verspricht das Städel als eigenes Angebot für Menschen mit Behinderung. Kunst verbindet Kulturen, erfahren Kinder in Gruppenführung und in Zusammenarbeit mit der Stiftung Leben mit Krebs gibt es Führungen unter dem Motto Kunst zum Leben für schwerkranke Menschen. Das finde ich bewundernswert und großartig. Beeindruckt hat mich aber auch, wie das Städel neue innovative Möglichkeiten der digitalen Bildungsvermittlung nutzt. Artonaut fürs iPad nimmt Kinder mit auf eine interaktive Bildungsreise oder Bilderreise. Mit dem Digitorial auf der Website kann man sich von zu Hause oder unterwegs auf die aktuelle Monet-Jubiläumsausstellung einstimmen. Und der Städel-Blog spricht mit gut aufbereiteten aktuellen Informationen und Tipps rund um das Museum viele junge Leute an, gerade diejenigen vielleicht, die die ehrfürchtige Stille und die manchmal verstaubt anmutenden Prunksäle der großen Museen eher abturnt. Um es mal mit den Worten meiner 11 Neffen zu sagen, das ist so diese Altersgruppe, die ich sogar bei ihren Berlin-Besuchen eher überreden muss, mal mitzugehen. Ein eigener Twitter-Account mit über 10.500 Followern gehört seit einigen Jahren ebenfalls zum Erweiterungsbau des Städel-Museums in der digitalen Welt. Städel-Neuigkeiten in 140 Zeichen-Tweets, sei es die Ankündigung der nächsten Ausstellung, sei es der Link zum Interview mit Max Hollein. So ist es kein Wunder, dass sich unter den üppigen Lorbeeren, mit denen das altehrwürdige Städel-Museum in seiner Geschichte immer wieder öffentlich begrenzt wurde, nicht nur Feuilleton-Perlen, sondern auch Twitter-Perlen finden. In vielen Sprachen verfasste Lobesworte und persönliche Empfehlungen einzelner Besucherinnen und Besucher, die in den digitalen Welten des Netzes in kürzester Zeit weltweit Zehntausende erreichen, ich zitiere, die Natur ist der größte Meister. Alle anderen trifft man im Hashtag Städelmuseum. Für diese Zukunftsorientierung können wir dem Städelmuseum ebenso dankbar sein wie für den Beitrag seiner großartigen Sammlung zum kulturellen Gedächtnis unseres Landes. Viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung und Altersgruppe anzusprechen, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich bin überzeugt, dass der kulturellen Integration eine enorme Bedeutung bei der gesellschaftlichen Integration zukommt. Ohne ein Minimum an kulturellen Referenzen, die allgemein als bekannt vorauszusetzen sind und auch anerkannt werden, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, wie sich in unserem Land dauerhaft gemeinschaftsstiftende Kräfte halten oder entfalten können. Und dazu leisten unsere Museen und leistet auch Städel enorm. Kulturelle Bildung wird damit im wahrsten Sinne des Wortes zu einer staatstragenden Aufgabe. Sie beschert individuelle Erfahrungen, die das Bewusstsein schärfen für das, was uns als pluralistische Gesellschaft ausmacht. Dazu muss sie Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen, mag diese auch noch so weit weg sein von öffentlich geförderten kulturellen Angeboten. Das ist anspruchsvoll. Andererseits ist es das Mindeste, was wir von der vielbeschworenen Kulturnation Deutschland erwarten können und erwarten sollen.
Und deshalb verdient das herausragende Engagement des Städelmuseums in der kulturellen Vermittlung heute an diesem Jubiläumstag auf jeden Fall nicht nur würdigende Worte, sondern auch einen kräftigen Applaus. Nicht zuletzt, deshalb freut es mich sehr, lieber Herr Hollein, dass Sie im Sommer, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, den diesjährigen Bindig-Kulturpreis erhalten werden, einen der höchst dotierten Kulturpreise Deutschlands. In der Begründung des Kuratoriums des Bindig-Preises heißt es, ich zitiere, mit Max Hollein wird ein Museumsdirektor ausgezeichnet, dessen Einsatz der Kunststadt Frankfurt einen Glanz verliehen hat, der weit über Deutschland hinausstrahlt. Es gelinge ihm, mit einem abwechslungsreichen Programm das Fachpublikum und die breite Bevölkerung für die Kunst aller Epochen zu begeistern. Glückwunsch. Seiner gesellschaftlichen Verantwortung, meine Damen und Herren, wird der Städel im Übrigen auch in der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und der seiner Sammlung auf vorbildliche Weise gerecht. Sie haben das erwähnt, Herr Professor Schweikert. Mir ist das besonders wichtig und ich freue mich auch, dass Salomon Korn hier ist. Spätestens nämlich seit dem Fall Gurlitt werden Museen nicht nur an ihrer Ankauf- und Ausstellungspolitik gemessen, sondern ganz besonders daran, wie sie mit der Geschichte und eben der ihrer Sammlung verfahren. Als eines der ersten deutschen Museen hat der Städel bereits 2002 begonnen, seine Bestände systematisch, nicht nur zufällig, systematisch zu erforschen, um Werke, die ihren rechtmäßigen Eigentümern während der Zeit des Nationalsozialismus entzogen wurden, zu identifizieren und tatsächlich auch zurückzugeben. Mit der Provenienz eines entzogenen, geraubten, abgepressten Kunstwerks ist ja immer auch das individuelle Schicksal eines Menschen oder einer Familie verbunden. Es gehört deshalb zu unserer großen, historisch begründeten Verantwortung, dass unser Land, Staat und Verwaltung genauso wie Organisationen, Einrichtungen und ja auch Privatpersonen keinen Zweifel daran lässt, welche immense Bedeutung für uns alle die rückhaltlose Aufarbeitung des nationalsozialistischen Kunstraubs hat. Es geht dabei weniger um materiellen Ausgleich, als vielmehr noch um die Anerkennung der Opferbiografien. Das Städelmuseum wird dieser Verantwortung in vorbildlicher Weise gerecht. So ist das Städel nicht nur ein, ich sagte schon, Schmuckstück am Main der deutschen Museumslandschaft, sondern auch ein Paradebeispiel dafür, was Museen als Wegmarken unserer Gesellschaft, was jedes einzelne Museum zu leisten vermag. Es macht unser kulturelles Gedächtnis sichtbar. Es spiegelt unsere Identität. Es führt unterschiedliche Perspektiven auf die Welt zusammen. Es stiftet Identifikation. Es eröffnet Räume für Verständnis und Verständigung. Andere Häuser fordern dafür öffentliche Gelder. Das Städelmuseum dagegen zehrt vom bürgerschaftlichen Engagement. Insofern ist es eine sehr schöne zeitliche Koinzidenz, dass Johann Wolfgang von Goethe fast zur selben Zeit, als Johann Friedrich Städel die erste bürgerliche Museumsstiftung gründete, eine dazu passende Metapher in unserem Vokabular hinterlassen hat. In seinem 1809 erschienenen Roman »Die Wahlverwandtschaften« heißt es, ich zitiere, »Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen.« Zitat Ende. Auch das Städelmuseum hat einen solchen roten Faden, den man nicht herausfinden kann, ohne alles aufzulösen. Es ist das Bewusstsein gesellschaftlicher Verantwortung, das Johann Friedrich Städel dem Haus mit seiner Stiftung eingeimpft hat. Es ist dieser rote Faden, den Sie mit Ihrer Arbeit heute weiterknüpfen, verehrter Herr Hollein, verehrter Herr Professor Schweikert, zusammen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht zuletzt natürlich mit den weit über 7.000 Mitgliedern des Städelschen Museumsvereins unter Ihrer Führung, liebe Frau von Metzler. Der rote Faden des Bürgersinns ist eingewebt in die beeindruckende Sammlung, die in weiten Teilen von Bürgerinnen und Bürgern bestückt wurde.
Der rote Faden des Bürgersinns leuchtet im Veranstaltungsprogramm, das sich um alle Bürgerinnen und Bürger bemüht. Der rote Faden des Bürgersinns durchzieht das robuste Gewebe einer Kultur der Unabhängigkeit von öffentlichen Geldern, auf die man im Städel zu Recht sehr stolz ist. Und nicht zuletzt steckt der rote Faden des Bürgersinns auch in der liebevollen Frankfurter Redewendung »Unser Städel«. So sind es nicht in erster Linie die glänzenden Zahlen, zu denen wir dem Städelmuseum heute gratulieren dürfen. 700 Jahre europäische Kunstgeschichte in rund 3000 Gemälden, 1600 Fotografien, 100.000 Zeichnungen und Druckgrafiken, 600 Skulpturen bestaunt von 423.000 Besucherinnen und Besuchern allein im Jahr 2014. All das ist beeindruckend. Schier überwältigend aber ist die im Städelmuseum erfahrbare und, wie ich meine, auch spürbare Überzeugung unzähliger Bürgerinnen und Bürger, dass Kunst von unschätzbarem Wert ist für eine humane Gesellschaft und eine lebendige Demokratie. Dafür bin ich dankbar. Herzlichen Glückwunsch zum 200. Jubiläum.